Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Das erste Leck des heutigen Tages führt uns von Stavanger in nordöstlicher Richtung nach Sogndal. Ich bitte den Tower um die Abflugroute über Stavanger, bekomme sie auch genehmigt, aber wir sind doch etwas zu weit weg, um den alten Hafen und die schöne Villa 22 noch einmal aus der Luft genießen zu können. 30 Minuten später befinden wir uns bereits im Naturschutzgebiet Folgefonna. Hier befindet sich der drittgrößte Gletscher Norwegens. Danach fliegen wir an einem Seitenarm des Hardanger Fjords entlang und dann weiter zum Sognefjord. Dort befindet sich der landschaftlich großartig gelegene Airport Sogndal. Aber bevor wir das machen, werfe ich noch einen Blick unter die Cowling und überzeuge mich davon, dass hier noch alles an der richtigen Stelle sitzt, nichts wackelt oder tropft. Denn auf dem nun folgenden Flug erwarten wir noch weitaus einsamere Gegenden als gestern. Und eine weitere, sehr wichtige Voraussetzung muss erfüllt sein. Unser Kraftstoffvorrat plus satter Reserve muss bis Bergen reichen. Wir fliegen 2 Stunden bis Sogndal und eine weitere bis Bergen. Die Kraftstoffplanung in Norwegen ist deshalb von exorbitanter Bedeutung. Denn hier gibt es nicht, wie in Deutschland, an jeder Ecke einen Flugplatz mit Tankstelle. Für die großen und mittleren Airports gibt es deshalb nur eine Empfehlung: Tankkarten. Und da ganz Norwegen in der Hand von British Petrol ist, haben wir als Privatflieger keine Wahl. Es müssen Tankkarten von BP sein. Ich hatte mir also schon in 2020 solche Tankkarten besorgt. Eine für Avgas und eine für Mogas. Allerdings gibt es in Norwegen keine Mogas-Tankstellen, wir müssen also überall Avgas tanken. Ich kann natürlich nicht sagen, wie es uns ohne diese Karten ergangen wäre. Da aber alle Tankstellen, die wir gesehen haben, gerade auch an den großen Airports, Selbstbedienungsautomaten sind und das GATT schnell mal 1 bis 2 Kilometer vom Kern des Airports entfernt sein kann, liegt die Vermutung nahe, dass wir ohne diese Karten wohl Probleme bekommen hätten. Außerdem ist in Norwegen das bargeldlose Bezahlen weitaus verbreiteter als bei uns. Und Service an den Tankstellen sucht man ohnehin vergeblich. Aber mit der Tankkarte geht es schnell und komfortabel. Sogar eine Quittung bekommt man. Und auch die Abrechnung einige Wochen später ist völlig problemlos, transparent und eindeutig, sodass ich jedem Norwegen-Piloten nur dringend empfehlen kann, sich vorher BP-Tankkarten zu besorgen. Aber nun geht's endlich los. Genießen wir zunächst den Abflug von Stavanger. Delta Mike Zulu, Taxi Golf Alpha, hold short of runway 36. Delta Mike Zulu, will taxi via Golf Alpha 2, taxi hold mode 36. Ja, dann haben wir doch die kurze Startstrecke. Ist der erste Taxiway links rein tatsächlich. Da? Tatsächlich. Ja. Ja, das wird reichen. Thank you.
Delta Mike Zulu Tower. Delta Mike Zulu, go ahead. Yes, sir, just to be sure, you have not filed any flight plan, is that correct? You are on a negative flight plan? Delta Mike Zulu, confirm, no flight plan, VFR without flight plan to Hochhausen. Thank you. You're welcome. Ja, es scheint die ungewöhnlich zu finden, wenn man keinen Flugplan hat. Ja, ja. Der Pet-Pet-Typ hat ja auch schon gefragt. Habe ich auch gedacht. Ja. Habe ich gestern schon gedacht, ja. Als er fragte. Macht ja im Zweifelsfall auch Sinn, wenn man da irgendwo oben in den Bergen verloren geht. Ja. Delta Mike Zulu, Contact Solar Approach, 119er, Decimal 6. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Delta Mike Zulu, 119er, Decimal 6, Solar Approach. Und da poppt es wieder hoch, das Thema Flugplan. Zum zweiten Mal nach Christian Sand wundert sich nun ein Tower-Lotse darüber, dass er keinen Flugplan von uns findet. Und zum ersten Mal reden wir auch darüber und stellen fest, dass es in Norwegen mindestens unüblich ist, ohne Flugplan zu fliegen. Unsere Lernkurve scheint an dieser Stelle nicht besonders steil zu sein. Die knallharte Konsequenz daraus sollten wir erst in Bergen ziehen. Ich werde also auf das Thema noch einmal zurückkommen. Airbus 720, hello, descend when ready, 1200 feet, Knutsch 1021, cleared localizer X-ray approach, runway 11, report established, or when ready, vision. Die erste halbe Stunde ist relativ unspektakulär, aber dann fliegen wir hinauf auf die Fjells. Das sind Berge und Hochebenen oberhalb der Nadelwaldgrenze. Das norwegische Wort Fjell bedeutet eigentlich nur Gebirge. Aber in Norwegen werden alle Gebirge mit eiszeitlicher Prägung, das heißt geringe relative Höhenunterschiede, abgerundete Formen, U-Täler und so weiter, als Fjell bezeichnet. Solche Gletscherebenen kenne ich eigentlich nur aus TV-Dokumentationen. Dass wir hier nun einfach so darüber hinwegfliegen dürfen, erlebe ich als etwas ganz Besonderes. Vor allem diese unfassbare Unberührtheit dieser Landschaft zieht mich in ihren Bann. Gemessen an dieser Einsamkeit hier sind die Alpen geradezu Ballungszentren. Was ist das für eine wilde Landschaft? Also ja, weil man so kein Zeichen von Zivilisation hat, außer ab null. Man Weg. Ne? Ja, null. Deswegen fragen die auch alle nach dem Flugplan. Ja. Ja. Das ist echt zum Gänsehaut kriegen. Wie kommentierte doch einst Mimi Scholl anno 2014 bei der WM in Brasilien eines der deutschen Spiele, er bekäme gerade eine Gänsehautentzündung. Ich habe mich lange gefragt, was das ist. Jetzt weiß ich es. Mondlandschaft, ey. Ja. Aber sowas habe ich ja noch nie gesehen. Dagegen sind die Hütten irgendwie belebter. Ja. Ich glaube, die Steigerung ist dann noch sowas wie Island, ne? Ja. Wo da nicht mal so Moose und Flechten sind. Ja. Wenn der Vulkan da gerade erst frisch ausgebrochen ist. Ja. Ein weiteres Thema ist in Norwegen nicht ganz uninteressant und unerheblich. Das Thema Stromleitungen. Insbesondere die Leitungen von einer Fjordseite zur anderen. Selbst die mit 2500 Fuß am höchsten gelegene, die wir gesehen haben, ist im Grunde unproblematisch, wenn man erstens über dem Gelände die Mindestflughöhe von 1000 Fuß einhält und zweitens nicht tief in die Fjorde hinabtaucht, sondern auf der Höhe der Fjordränder bleibt. Wer allerdings tief in die Fjorde hineinfliegen möchte, was ja grundsätzlich auch möglich und erlaubt ist, sollte sich sehr intensiv mit dem Thema Stromleitungen auseinandersetzen und entsprechend Ausschau halten. Der Sky Demon zeigt diese Leitungen an, meine ForeFlight-App leider nicht. Ganz generell, aber auch aus dieser Sicht heraus, ist es immer auch eine individuelle Sicherheitsentscheidung, in welcher Höhe man hier fliegt.
Nautical 91 Hotel, I reclaim the direct repump. Nautical 91 Hotel. With 2858, contact Polaris 13435. Bye bye. 2858 13435, thanks, sign out. Ich krieg keine Luft mehr, wenn ich das sehe, du. Ja. Boah. Ja, der durchblickt damit. Folgt, ne? Contact Polaris 13435, bye bye. Lima, November 10th, Lima, request descent below control airspace. Lima, Fox Lima, you're clear to leave Kevik Unit 1017. No reported traffic below. Hello, 17. Lima, Fox Lima, clear to descent. Delta X-ray, thank you, repeating level 1-0, 1-5-0. Delta X-ray, thank you, level 1-5-0 approved. 5-0 approved, Delta X-ray. Then Tuxas, when ready, descend flight level 100. For Tuxas. Weil hier diese Gletscherspalten, das ist schon immer klasse, diese Strukturen, wo man ja dann sieht, wie das fließt. Ja, ja, ja. Die sehen so klein aus, ne? Ja. Aber wahrscheinlich sind die ein paar Meter. Ja. Ja, das ist total schwer, ne? Das einzuschätzen, wie groß das jetzt da ist, was wir sehen. Ah, und das Ding hat mal vielleicht bis bei uns vor die Haustür gereicht. Jo, genau. Ich habe versucht herauszubekommen, was diese Häuser hier für eine Funktion haben. Es ist mir leider nicht gelungen. Wohnhäuser werden es wohl kaum sein, vermutlich eher eine Forschungsstation.
for the cutter. Canaveral 43 Tango, please come to my frequency 1. War ganz so steil wie der Düsefjord, ist es nicht. Right, turn 5, yeah, 43 Tango. Ah, 1, 2, 4. Sollen wir nach rechts fliegen oder? Also ich finde es jetzt nicht so berauscht, wie ich dachte. Wie du willst. Sollen wir gleich nach links fliegen? Ne? Ja. Ja, und schwupp ist man wieder in 5750 Fuß. Ja, da ist ein schöner Wasserfall. Ja. Nun fliegen wir gemütlich und entspannt an einem Seitenarm des 180 Kilometer langen Hardanger Fjords entlang. Dessen Süd- und Nordufer verbindet seit August 2013 eine Brücke, die hier nun ins Blickfeld gerät. Früher gab es nur eine Fährverbindung, die für Nord-Süd-Reisen immer ein Nadelöhr war. Heute ist diese Brücke Bestandteil einer der meistbefahrenen Nord-Süd-Routen in Norwegen. Die Brücke ist 1,4 Kilometer lang und endet auf beiden Seiten in einem Tunnel, in dem sich jeweils auch noch ein Kreisverkehr befindet. Und wenn die Brücken irgendwann, wie in Norwegen üblich, bezahlt ist und dann keine Maut mehr kostet, könnte man auf beiden Seiten eine Runde um den Kreisverkehr drehen und die Brücke gleich noch einmal befahren.
Beim Anflug auf Sohndal treffen wir zunächst auf eine TIA, eine Traffic Information Area, die bei 5500 Fuß beginnt und bis Flight Level 115 reicht. Ohne nun die Details der norwegischen AIP zu wälzen, interpretieren wir das so, dass wir ab hier die Airport-Frequenz rasten und hör- bzw. sprechbereit sein müssen. Außerdem umgibt den Airport auch eine RMZ, sodass wir nun ohnehin auf die Platzfrequenz umschalten. Und dann sehen wir auch schon den Airport. Er hat eine Lage wie ein Altiport, allerdings liegt er quer zum Hang. Es sieht geradezu fantastisch aus. Nach der Landung sollten wir den Airport fast für uns allein haben. Gute anderthalb Stunden halten wir uns hier am Airport auf und genießen die Sonne und die frische Luft. Wir unterhalten uns sehr nett mit dem Türmer, der hier einen ziemlich langweiligen Job zu haben scheint. Es ist nämlich nichts los. In diese Einsamkeit verirren sich selbst die Norweger nicht. Wir kramen unsere mitgenommene Mahlzeit in Form von Broten und ein wenig Gebäck nebst Mineralwasser hervor und staunen, dass die Norweger einen so genialen Airport betreiben, ohne Traffic. Kaum haben wir das ausgesprochen, schwebt eine Cessna hinein und spuckt ein norwegisches Paar aus, das wir gleich an unseren Tisch einladen. Es entwickelt sich ein schönes Gespräch über die Fliegerei im Allgemeinen und das Fliegen in Norwegen im Besonderen. Auf Olivers beiläufige Anmerkung, dass es hier ja ausschließlich rund geformte Berge gäbe, insistierten die beiden aber gleich sehr heftig. Nein, nein, das sei völlig falsch. Es gäbe auch spitze Berge, gar nicht weit von hier, im Naturschutzgebiet Stigedals Oxkagastölsriggen, falls ich das so richtig ausgesprochen habe.
Okay, einverstanden. Das werden wir uns dann morgen mal anschauen.